Guten Morgen, Dirk Brandes. Guten Morgen, Ralf Westhagemann. Ich grüße dich. Ja, heute wollen wir über die Erlöserin reden. Kennst du die Erlöserin? Nein, ich kenne nur einen Erlöser. Wenn du mir jetzt eine Erlöserin präsentieren kannst, bin ich ja gespannt. Normalerweise müsste es in den heutigen Tagen ja Annalena Baerbock als die Erlöserin gehandelt werden. Ja, ich überlege gerade, wie das gendermäßig heißt. Erlöserin, aber ich weiß es nicht. Nein, Dirk, tatsächlich bin ich über einen Spiegelartikel gestolpert. Kauf mir dieses linke Blättchen, also jede Woche einmal, um da mal reinzugucken. Und manchmal wirst du ja auch inspiriert. Manchmal transpirierst du dann auch. Wäre es nicht besser, ist deinem Friseur nach, wenn es nicht mehr benötigt wird, abzunehmen, aber dann ist es wahrscheinlich nicht mehr aktuell, ne? Nee, weißt du, mit dem Test bin ich da nicht mehr so flexibel, wo ich jetzt zum Friseur da muss. Okay. Nein, aber die Erlöserin, also Frau Messias, gibt es jetzt tatsächlich in der ARD und das ist Frau Christine Strobel. Schon mal gehört den Namen? Ja, natürlich. Frau Strobel ist die Tochter vom Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble und gleichzeitig auch noch die Ehefrau von Thomas Strobel, der wieder jetzt erneut Innenminister und in einer schwarz-grünen Koalition wird in Baden-Württemberg. Mhm, genau. Und wenn man da mal so hinschaut, manchmal in die Tagesschau, ich gucke ja tatsächlich diese Medien mehr an da oder diese Sendung Tagesschau heute, dann sieht man den Thomas auch immer meistens rechts im Bild vom Laschet, so rechts. Was soll ich dir zu ihm noch sagen? Er ist der Innenminister, aber auch gleichzeitig wieder CDU im CDU-Vorstand. Deswegen ist er immer dabei, wenn irgendwas beschlossen wird. Ja, und vielleicht solltest du noch mal ganz kurz sagen, die Christine Strobel als Erlöserin, was sie da genau macht, damit unsere Zuhörer verstehen, um was es eigentlich geht. Genau. Und zwar soll die Erlöserin Christine Strobel, also die Tochter vom Schäuble, das ist der Typ übrigens, der mal mit 100.000 Euro, waren es Euro oder D-Mark, ich weiß das gar nicht mehr, weiß das selber ja auch nicht mehr. Ja, dann brauchst du es auch nicht wissen. Nee, genau, dann muss ich das ja erst recht nicht wissen. Im Koffer, der sich an nichts erinnern kann bezüglich Parteispenden. Aber einfach mal nachgoogeln. Wenn wir solche Themen besprechen, dann geht es ja darum, dass wir Sie, euch so ein bisschen zum Nachdenken anregen wollen. Wir wollen gar nicht, dass Sie uns glauben. Gucken Sie mal einfach auch selber in die Medien rein oder googeln Sie mal. Und die Christine Strobel soll jetzt als Programmdirektorin die ARD in die Zukunft führen. Dirk. Ja, gut. Die Christine Strobel ist ja schon länger in solchen Positionen tätig. Und die Frage ist ja, Ralf, die sich mir stellt. ARD ist ja öffentlich-rechtliches Fernsehen, was ja der Informationspflicht Genüge tun soll und nicht der Propagandapflicht. Und mir stellt sich jetzt natürlich die Frage, und da würde ich dich auch mal um deine Meinung bitten, kann die denn einen objektiven Sicht auf die Dinge garantieren, wenn sie die Tochter von Wolfgang Schäuble ist und der Mann von Thomas Strobel ist, welches beides CDU-Funktionäre im weitesten Sinne sind? Na ja, gut, und dann wissen wir gleich, wie die Aufsichtsräte dieser Gremien ARD, ZDF aussehen. Und dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass bei Dunja Hayali oder bei Maybrit Illner oder wie heißt die dritte, die immer sonntags im Fernsehen kommt, ich weiß, du hast ja gar kein öffentliches Nee, ich Fernsehen. Gucke gar kein öffentlich-rechtliches Fernsehen. Genau, Anne Will heißt sie, genau. Ja, die gibt's auch noch. Ne, die Anne Will, wer da immer so eingeladen wird, ne, das sind immer die gleichen Typen. Na, der eine von der SPD, wie heißt der, Lauterbach? Ja, Karl Lauterbach. Genau, der hat wahrscheinlich schon Abo, aber der bezahlt ja auch vermutlich seine Rundfunkgebühren immer und das auch noch pünktlich. Nein, aber da muss man sich natürlich nicht wundern, dass diese Sender da irgendwo gesteuert sind und ich bitte wirklich darum, objektiv mal nachzugucken, also so eine Familie ist hochgradig abhängig natürlich auch. Ne? Vom System. Vom System, der Schäuble, ja gut, also ist Bundestagspräsident, das ist übrigens, so wie ich weiß, ist das zweit- oder dritthöchste Amt im Staate. Ne? Das ist ja den meisten gar nicht. Ist der Bundespräsident. Genau, und dann kommt, glaube ich, Bundeskanzler und dann kommt in dem Falle tatsächlich schon der Bundestagspräsident oder die Bundestagspräsidentin, da gibt es ja auch eine, das ist Bühnenbildnerin ist das ja nicht, Kostüm, was auch immer, ohne Abschluss, Rot.
Aber da wollen wir gar nicht drüber reden. Also die Erlöserin soll jetzt die ARD sanieren. Warum muss man jemanden sanieren? Weil irgendwas nicht mehr mit den Finanzen stimmt. Genau, weil irgendwas nicht mehr mit den Finanzen und in dem Fall jetzt mit den Quoten stimmt. Ne? Und da spricht man ja heute tatsächlich, das erste hat 11,3% noch Marktanteil in 2020. Ja, ich glaube, es stimmt nicht nur was mit den Quoten nicht, Ralf, sondern auch, wie gesagt, mit den Finanzen, weil da mittlerweile ein solcher Wasserkopf aufgebaut wurde, dass über den Gebühreneinzugsservice, das wird ja auch jetzt positiv verkauft, ja, früher hieß es ja noch GEZ, genau. Gebühreneinzugszentrale oder wie hieß das Ding? Genau. Jetzt ist es ja jetzt wird ja ein Service erbracht, dass du da Geld zahlen darfst für im Grunde eine Berichterstattung, die sich im Grunde gegen freie Meinungsäußerung richtet. Aber ich möchte dich jetzt nicht aus dem Konzept bringen, wo du jetzt drauf hinaus wolltest. Tatsächlich erlebt man ja immer mehr, dass beispielsweise auch in Großbritannien, man kann ja über diesen Johnson mit seiner schlechten Frisur sagen, was er will, hat ihm ja auch nur sein Imageberater verkauft. Ne? Sagt, Boris, mach mal die Frisur so ein bisschen durcheinander. Genauso wie dem Hofreiter, der sieht aus wie so ein Wurzelsepp. Ja, sagt ja auch der Imageberater, lange Haare, ein bisschen verkommen aussehender Bart. Naja, vielleicht schmeißt ja auch nochmal 1-2 Euro vor die Füße. Aber da will ich gar nicht drauf hinaus. Also sie soll jetzt das Programm sanieren. Also insbesondere will man natürlich jetzt andere Zuschauer erreichen. Und wenn man mal weiter in diese Quoten reinguckt, dann sieht man, das ZDF hat 13,6%. Aber da will ich gar nicht drauf hinaus. Das Problem der ARD ist, dass es hier, ich meine, 13 unterschiedliche Rundfunkanstalten gibt. Ja. Also den Bayerischen Rundfunk, NDR. Und wer mal so am Maschee da so langkommt und mal beim NDR hinguckt, der kann sich ja mal die Frage stellen. Nochmal, es geht immer darum, wir wollen euch zum Nachdenken anregen. Ne? Wie viele Leute sind wohl hinter dieser Fassade, die dort beschäftigt sind? Und kommst du nach Hamburg, siehst du nochmal so eine Fassade. So, und was findet hinter dieser Fassade statt? Das ist ja die eigentlich interessante Antwort. Und ich hätte jetzt mal diesen Sendern ein Sparprogramm Verordnet, richtig. Du als Haushaltsexperte wieder möchtest ja immer an das Geld gleich ran. Gut, ja, ich will gar nicht an das Geld ran. Dirk, die Problematik ist, einen Sumpf, den legst du nicht trocken, indem du die Frösche damit beauftragst. Ja, und das sind Frösche, die hinter diesen Fassaden sitzen. Und ein Frosch, dem gebe ich nicht in Auftrag, den Sumpf trocken zu legen. Der will das nicht. Der will weiter in seinem Sumpf leben. Und ihn expandieren. Und ich glaube auch nicht, dass hier etwas hilft, wie ich mache ein neues Programm oder ich lasse den Tigerentenclub reformieren. Steht alles in diesem Spiegelartikel drin, der noch gar nicht so alt ist. Leute, und dann kann es nicht sein, dass hier so ein Familienclan diese Bundesrepublik hier beherrscht. Das passt nicht zusammen. Genau, genauso passt es auch nicht zusammen. Und das ist ja auch schon ein ewiger Kritikpunkt auch der AfD, dass es nicht sein kann, dass du Zwangsabgaben zahlen musst für eine, naja, ich nenne es mal eigentlich mehr Propaganda als das Ausstrahlen von Informationen. Ja, und wir könnten weitermachen und sagen, okay, ist es denn im öffentlichen Interesse, dass diese Rundfunkanstalten den deutschen Fußball subventionieren? Ist es denn im deutschen Interesse, du musst mal den Sendersuchlauf starten, wenn du dann einen neuen Fernseher oder irgendwas einrichtest, wie viel öffentlich-rechtliche Programme es mittlerweile gibt? Ist ja das, was ich sage, so jedes Land hat dann seinen Rundfunk, also nochmal NDR und Bayerischer Rundfunk, Mitteldeutscher Rundfunk und was nicht alle. Und da sitzen natürlich überall Leute, ja eben halt die Frösche, und die freuen sich, weil es so schön sumpfig ist. Und deshalb Sumpf trockenlegen. Und wann? Im September 2021. Genau. Und das machen wir wie, Ralf? Indem wir einfach mal die Zweitstimme und am besten auch die Erststimme gleich der AfD geben. Da sind wir uns einig, Ralf. Okay, dann wünschen wir allen einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.